Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: einige interessante Infos rund um das Saudi-Event. Zum Beispiel ist der Undertaker da. Außerdem, was ist mit Rusev aktuell? Und wir haben eine neue Suspendierung, dieses Mal für Samoa Joe. Gleich nochmal am Anfang die Erinnerung, nicht, dass es wieder heißt, ja, hast du uns nicht gesagt. Diesen Samstag, 16 Uhr, Ticket Vorverkauf. Für die nächste Show von Unlimited Wrestlings, Thunderstorm. Die Show ist am 23.05. und wie gesagt, Ticketvorverkauf diesen Samstag 16 Uhr. Also gerade wenn ihr weiter vorne sitzen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall euch das schon mal eintickern ins Handy, um dann auch den Start nicht zu verpassen. Beim letzten Mal hat es 2 Stunden gedauert, bis die erste Reihe Tickets weg waren. Mal gucken, wie schnell es dieses Mal geht. In der letztwöchigen All Elite Episode wurden in einem Video Package die neuen und ersten All Elite Action Figuren gezeigt. Darunter Cody, Chris Jericho, die Young Bucks, Kenny Omega, Brandy Rhodes und wie man dann später auch noch weitere Bilder gesehen hat, kommt auch noch MJF, Adam Page, die Lucha Bros und viele weiteren mit dazu. Und die Figuren sehen echt gut aus. Für jemanden, der Wrestling-Figuren sammelt, ist es natürlich ziemlich cool, weil ich mir diese Figuren dann natürlich auch geben werde. Wie viel die letztendlich kosten werden und wann die denn letztendlich auch auf dem deutschen Markt rauskommen, das ist dann natürlich noch die Frage. Wahrscheinlich müssen wir das Ding eh wieder alles importieren, wie man das halt eh schon kennt. Deswegen müssen wir dann abwarten. Aber auf jeden Fall erstmal wieder ein weiterer Schritt in die Professionalisierung, in die Tatsache, dass All Elite wirklich alles sehr groß machen möchte. Und ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ende Januar ist ja Andrade durch die Wellness Policy gefallen und musste 30 Tage suspendiert werden. Diese 30 Tage laufen jetzt ab. Und so wurde er letzte Woche bei Raw für das Saudi-Arabien-Event bestätigt, wird dann also da wieder teilnehmen. Jason Jordan, unser Cruiserweight-Champion, hat in einem Interview über eine sehr interessante Matchpaarung gesprochen. Und zwar hat er richtig Lust auf ein Match gegen Rey Mysterio. Hat denn das Ganze auch so formuliert von wegen, ja, wenn er die Eier hat, denn überhaupt nochmal um den Cruiserweight-Titel anzutreten, um sich den möglicherweise von Jordan Devlin zu holen. Hier aber natürlich auch die Aussage, hattet ihr NXT-Talente nicht erst vor kurzem eine Schulung, wo es hieß, ihr dürft keine Leute herausfordern aus dem Main-Roster, wenn man nicht auch damit arbeiten kann für die Zukunft? Könnte also sein, dass wir Jordan Devlin gegen Rey Mysterio vielleicht demnächst irgendwann mal bekommen könnten. Dann ist ja morgen Super Showdown bei den Saudis und wir haben jetzt schon die Info darüber, dass der Undertaker mit bei diesem Event dabei sein wird. Allerdings ist ja momentan noch kein Match für ihn geplant. Es wird also auch wahrscheinlich eher nicht dazu kommen, dass der Undertaker ein Match hat. Aber um möglicherweise etwas aufzubauen für WrestleMania, wie zum Beispiel das Match gegen AJ Styles, dafür kann man das auf jeden Fall sehr gut nutzen. Es gab jetzt auch schon Videos vom Flughafen, wo die ganzen Superstars ankamen, wo man halt auch den Undertaker gesehen hat. Also wenn das hier so eine krass große Überraschung sein sollte, dann haben die Saudis sich irgendwie damit selbst gespoilert. Und dann gab es ja auch noch Verwirrung rund um Rusev, was ja das Saudi-Event angeht. Er sollte ja eigentlich Teil des Gauntlet-Match sein, aber wurde jetzt auf dem Matchcard-Bild durch Rey Mysterio ersetzt. Dahingehend natürlich gleich wieder die Spekulation, ist vielleicht Rusev jetzt kein Teil der WWE mehr? Wird er rausgehen? Was ist da los? Hat er keinen Bock dahin zu fliegen oder den ganzen Stress vom letzten Mal wieder zu machen? Was ist da los? Letztendlich hat die WWE bekannt gegeben, dass es sich um eine Verletzung handelt. Rusev soll wohl irgendwie Rückenprobleme haben und deswegen nicht bei diesem Event mit dabei sein. Tja, ob das eine Ausrede ist oder stimmt, kann ich aktuell nicht sagen. Dann gab es jetzt Infos, wie es eigentlich mit der Bezahlung für Finn Balor und für Rhea Ripley aussieht. Denn Finn Balor war ja eigentlich Main-Roster-Superstar und wurde ja dann zurück zu NXT beordert. Und hier ist es so, dass Balor aber weiterhin das Gehalt eines Main-Roster-Superstars bekommt. Denn die NXT-Talente haben ja eigentlich ein bisschen anderen Vertrag, werden noch ein bisschen anders bezahlt als das Main-Roster ist. Deswegen ist der Main-Roster-Call-Up für die NXT-Talente immer auch verbunden mit deutlich mehr Geld. Allerdings ist es halt bei NXT ein bisschen entspannter zu arbeiten. Deswegen haben ja da einige auch so ein paar Probleme mit, ob man jetzt den Call-Up macht oder nicht. Auf jeden Fall wird Finn Balor weiterhin wie ein Main-Roster-Superstar bezahlt, hat damit also eigentlich die Vorzüge aus beiden Welten, denn er kriegt weiterhin ordentlich Geld
Und er ist halt auch in der Show die Coolest. Von daher ist ja eigentlich alles gut. Bei Rhea Ripley ist es so, dass sie ja zurzeit auch öfter mal bei Raw eingesetzt wird, um das Match gegen Charlotte aufzubauen. Und hier wird Rhea Ripley trotzdem noch als NXT-Superstar bezahlt, aber bekommt nochmal extra Bonuszahlungen für die Auftritte, die sie bei Raw macht, um dieses Match halt aufzubauen. Und noch was zum Super Showdown. Wir hatten ja beim letzten Mal das so, dass die ganzen WWE-Talente in dem Land festgesteckt haben, weil es Probleme mit der Airline gab. Und damals hat die WWE gesagt, okay Freunde, regt euch nicht auf, fürs nächste Mal werden wir uns da einen anderen Plan aussuchen. Haben sie aber nicht, denn sie haben einfach die gleiche Airline wieder genommen. Also wenn ich jetzt am Freitag in den News berichte, yo, die WWE Superstars hängen immer noch fest oder schon wieder oder keine Ahnung und nächste Woche auch noch, keine Ahnung, dann wisst ihr Bescheid, dass das Ganze schon wieder so passiert ist. Beim letzten Mal gab es ja da einige Gerüchte, ob es möglicherweise damit zusammenhängt, dass die WWE dann nicht bezahlt wurde oder halt doch und Vince McMahon war irgendwie schon weg und naja, gab es riesen Chaos auf jeden Fall. Wir werden also gespannt auf diesen Freitag blicken, wie es denn halt aussieht, ob denn auch gerade die SmackDown-Talente für SmackDown denn auch rechtzeitig wieder im Land sind. Dann ist ja dieses Wochenende auch noch der All Elite Pay-Per-View Revolution, wozu ich die Preview morgen übrigens hochlade. Und da gab es jetzt die Info, dass die Band Downstate das Entrance-Theme von Cody live spielen wird. Ziemlich cool, weil das Lied einfach der absolute Wahnsinn ist. Und ich finde es sehr cool, ist auf jeden Fall mal wieder eine schicke Sache. Außerdem teased All Elite schon seit einigen Tagen und auch die Dark Order die Möglichkeit an, dass der gute Lance Archer, den wir ja schon mal in den News hatten, weil ja da schon mal das Gerücht ging, dass All Elite versucht, ihn unter Vertrag zu nehmen, möglicherweise demnächst dann bei All Elite auftauchen könnte. Es gab hier und da so ein paar Hinweise auf ihn, muss man halt jetzt sehen, wie es dann aussieht. Bei New Japan, wo er ja eigentlich eingesetzt wird, gibt es aktuell ein Turnier, wo er nicht mit drin ist. Und das ist ein bisschen eigenartig, weil Lance Archer ja nun mal als IWGP US Champion doch nicht der kleinste Name da ist. Muss man halt jetzt sehen, wie sich das verhält, aber kann erstmal interessant werden. Vielleicht bei Revolution? Mal schauen. So, und dann gab es wieder eine Suspendierung, und zwar dieses Mal für Samoa Joe. Dieser ist ebenfalls durch die Wellness Policy der WWE gefallen und muss jetzt 30 Tage zwangspausieren, 30 Tage Suspendierung also für ihn. Das ist das erste Mal, dass er hier durch die Wellness Policy gefallen ist, deswegen sind es nur 30 Tage. Und genaue Infos darüber, was da jetzt genau angeschlagen hat, das weiß man nicht. Es könnte hier etwas Lapidares sein, wie irgendwas, was er aufgrund seiner Daumenverletzung eingenommen hatte und nur noch nicht weiter an die WWE gemeldet hatte, als das angeschlagen ist. Manchmal gab es auch so eine Sachen schon. Oder es kann hier wirklich irgendwas Schlimmeres sein, obwohl mir Samoa Joe jetzt nicht so aussieht, als würde er da irgendwie dopen oder so eine Scheiße, Steroide nehmen, was weiß ich, was da alles bei der Wellness Policy mit anschlägt. Denke ich eher nicht. Muss man halt jetzt abwarten, was da jetzt noch für weitere Infos mit rauskommen. Aber Andrade, wie gesagt, und Robert Root sind ja jetzt auch schon wieder eingesetzt. Von daher, die 30 Tage werden dann auch schnell rumgehen. Das Problem bei Samoa Joe ist halt einfach nur, er war vorher extrem lange verletzt wegen dem Daumen. Dann kam er wieder, hatte erstmal eine Gehirnerschütterung, musste da auch wieder aus den Shows rausgenommen werden. Und jetzt, ist erstmal 30 Tage suspendiert. So kann es natürlich auch gehen. Er wird dann also kurz vor WrestleMania wieder einsetzbar sein. Ob man das denn aber auch gleich so umsetzt, ist ja dann auch wieder fraglich, weil da muss ja dann auch wieder ein Plan vorherrschen von den ganzen Writern. Die müssen ja dann Ideen haben, wie man Samoa Joe denn wieder irgendwie einsetzt. Ja, muss man jetzt abwarten. Soweit auf jeden Fall erstmal die News für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, lass natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Außerdem gerne deine Meinung zu allen Themen in die Kommentare. Und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Abo da lassen, Glocke aktivieren und heute Abend im WWE-Livestream mit dabei sein. Wir kümmern uns um die Matches für Super Showdown. Deswegen komm gerne vorbei und wir sehen uns dann da. Hau rein und ciao!